Hi, hier ist Kamal von Best Boys und das ist das Samsung GTI 9300 05 Galaxy S3 LTE. Oder kurz gesagt, das etwas bessere Galaxy S3. Wir gucken uns an, was das Telefon kann und was die Unterschiede sind. Das und vieles mehr jetzt bei Best Boys. Im Mai 2012 wurde das GTI 9300 Galaxy S3 vorgestellt. Noch während der Veranstaltung kündigte Samsung eine LTE-Variante für Südkorea und USA an. Jetzt, ein paar Monate später, ist auch die bessere, in Klammern leistungsstärkere Version, das GTI 9300 05 Galaxy S3 LTE in Deutschland erhältlich. Apropos erhältlich, verfügbar ist das Gerät bei allen drei großen Netzanbietern. Unsere Variante kommt von Telekom Deutschland. Große optische Veränderungen gibt es nicht. Beide Telefone, Galaxy S3 als auch das Galaxy S3 LTE, sehen identisch aus. Auf der vorderen Seite befindet sich das Gorilla Glass von Corning. Die Rückseite als auch das Gehäuse an sich bestehen aus Polycarbonat. Es ist robust, sehr widerstandsfähig und kann einiges aushalten. Leider ist die Haptik nicht 1A, weil die Rückseite zu glatt ist, das Telefon rutscht aus den Händen weg. Zwei, drei Worte zu dem Aussehen, natürlich subjektiv gesehen. Es ist ein einfaches, simples und sehr schlichtes Design. Es hat viele Rundungen und wirkt auf ästhetischer Ebene sehr natürlich. Wie dem auch sei, hier sind die Zahlen. Das Galaxy S3 LTE ist 136,6 mm hoch und 8,6 mm dünn. Das Gesamtgewicht liegt bei 131 Gramm. Das Telefon gehört zu den wenigen High-End-Geräten, die sich öffnen lassen. Hinter dem Akkudeckel sitzt ein 2100 mAh Akku. Bei aktiviertem 4G LTE habe ich 9 Tage erreicht, bei intensiver Nutzung fiel ich auf 17 Stunden. Der interne Speicher ist 16 GB groß, euch stehen aber so ungefähr 10 GB frei zur Verfügung. Mittels MicroSD-XC-Karte, die kommt hier unten rein, habt ihr einen größeren Speicher. Ihr könnt erweitern auf 64 GB. Denkt dran, wenn ihr euch das Telefon kauft, kauft euch auch oder holt euch auch eine Micro-SIM-Karte. Der SAR-Wert des Galaxy S3 LTE ist hervorragend, 0,34 Watt pro Kilogramm. Das ist für ein LTE-fähiges Telefon wirklich exzellent. Noch eine kleine Information, das Galaxy S3 als auch das Galaxy S3 LTE gibt es jetzt in 6 verschiedenen Farben. 5 von diesen Farben sind auch in Deutschland verfügbar und diese sind Marble White, Pebble Blue, Garnet Red, Onyx Black und das, was ich in meinen Händen halte, Titanium Grey. Super genial ist die LED, die sich hier auf der vorderen Seite oben links befindet. Sie leuchtet schön groß auf, wenn etwas passiert. Facebook-Nachrichten, Twitter-Nachrichten oder verpasste Anrufe, solche Sachen. Des Weiteren hat das Telefon eine hochauflösende Kamera, 1,9 Megapixel für Fotos und für Videos sind das 720p, 1280x27 Pixel High Definition. Wie das Display auch beim Galaxy S3 ist auch das Display 4,8 Zoll in der Diagonale groß. Es ist ein HD Super AMOLED Display, das mit 720x1280 Pixel auflöst. Die Pixeldichte beträgt 305 ppi, das ist nahezu perfekt. Wer ein AMOLED-Display wegen seiner starken Farbsättigung vermeidet, der kann in den Einstellungen, Anzeige unter Bildschirmmodus das Farbprofil des Displays ändern. Es gibt 4 Möglichkeiten: Standard, Dynamisch, Natürlich und Video. Bei kontrastreichen Farben wie zum Beispiel Rot, Grün oder Blau macht das schon wirklich einen Unterschied. Auf der linken Seite des GTI 9300 05 Galaxy S3 LTE befindet sich die Laut- und Leise-Wippe. Sie hat einen guten Druckpunkt und auch die Höhe stimmt. Auf der Fußseite Micro-USB-Anschluss, mit dem PC verbinden, Daten übertragen, Strom aufladen natürlich und mittels MHL-Anschluss auch HDMI habt ihr hier drin. Das erste Mikrofon auf der rechten Seite, An-Aus-Sleep-Wake-Taste, auf der Kopfseite das zweite Mikrofon, die Öffnung zum Öffnen des Akkudeckels und 3,5 mm Klinkenanschluss. Hier auf der Rückseite haben wir die LED, eine 8 Megapixel Fotokamera, womit ihr auch natürlich Videos aufzeichnen könnt und diese zeichnet ihr auf in Full HD 1920x1080 Pixel bei 30 Vollbildern. Dann habt ihr natürlich den Lautsprecher, das Samsung Logo. Übrigens, es gibt einen optischen Unterschied und das ist das LTE Logo hier unten.
Okay, dann wollen wir nicht viel Zeit verlieren und das Telefon einschalten. Übrigens, es ist eines der wenigen Smartphones, die ab Werk mit OS 4.1 Jelly Bean erscheinen. Der Prozessor ist ein Samsung Exynos 4412 Quad-Core mit 1400 MHz. Ein technischer Unterschied zu dem GTI 9300 Galaxy S3, diese Variante besitzt 2048 MB RAM statt 1024, also 2 GB statt 1 GB. In das Internet gehen wir lokal über WLAN 802.11, A, B, G und N mit 2,4 GHz und 5 GHz. Mobil über HSPR Plus 21,6 Mbit pro Sekunde, außerdem DC HSDPA mit 43,2 Mbit pro Sekunde. Das normale Galaxy S3 kann das übrigens nicht. Und natürlich LTE mit 100 Mbit pro Sekunde im Download und 50 Mbit pro Sekunde im Upload. Die Konfiguration ist sehr modern und wird europaweit unterstützt. Das GTI 9305 Galaxy S3 LTE arbeitet über 800 MHz, 1800 MHz und 2600 MHz. Was er sonst noch hat, Near Field Communication und Bluetooth 4.0. Die Frage, ob man wirklich 2 GB in einem Smartphone braucht, ist etwas schwierig. Einerseits ja, weil es zukunftssicher ist, andererseits nein, weil der dafür vorgesehene Zweck aktuell nicht stark genutzt wird. Und was konkret ist der Zweck? Nun, bei einem Smartphone wie dieses, das LTE oder zumindest DC HSDPA besitzt, kann der Dateninput für 768 MB oder 1024 MB zu viel sein. Und dieser Fluss sollte natürlich irgendwo zwischengespeichert werden. 2 GB ist aktuell die höchste Marke, da die Prozessoren auf 32 Bit arbeiten. Ich habe aber das Gefühl, dass es nicht mal allzu weit ist, bis wir 64-Bit-Prozessoren in Smartphones sehen werden. Dann wird der RAM vermutlich noch größer werden. Wie dem auch sei, was kann ich euch von der Performance berichten? Unabhängig davon, dass das Produkt Galaxy S3 an sich schon ein sehr schnelles Smartphone ist und dazu kommt Project Butter, ein Feature von OS 4.1 Jelly Bean, das dafür sorgt, dass Animationen sehr flüssig angezeigt werden, merke ich persönlich keinen großen Schub. Alles läuft einwandfrei, flüssig, extrem glatt, so wie man es eigentlich von einem High-End-Smartphone erwartet. Wie vorhin genannt, es ist ein Smartphone der Deutschen Telekom AG, dementsprechend befinden sich auch einige Telekom-Dienste auf dem Telefon. Auf der zweiten Seite gibt es Internet, das ist eigentlich nur der normale Browser, er sieht halt nur etwas Telekom-mäßig aus. Eine Reihe runter haben wir Kundencenter, die Möglichkeit, die eigenen Daten bei dem Netzanbieter zu verwalten. Mediencenter ist die dritte Applikation, das ist die App für die Telekom-eigene Cloud mit 25 GB für Fotos, Videos und Musik. Mailbox Pro sagt eigentlich schon aus, was das ist. Mobile TV ist die Möglichkeit, Fernsehen zu gucken. Es gibt Basiskanäle, Premium und so etwas wie Liga Total, also Bundesliga. Dann gibt es Navigon Select, exklusiv für Telekom-Kunden, kostenfrei, eine vollwertige Navigation. Und das ist eigentlich auch schon die erste Seite. Auf der zweiten Seite gibt es Telekom Music, die Möglichkeit, Musikstücke zu kaufen, ein Musikstore. Das letzte ist Telekom Apps, das ist ein redaktionell geführter Service, wo die Jungs von Telekom euch einige Apps vorschlagen. Einige können kostenfrei sein, aber auch kostenpflichtig sein. Kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, zu dem Punkt, der im Namen des Telefons sitzt, LTE. Ich muss ehrlich sagen, dass wir etwas überrascht waren, wie gut das LTE mittlerweile in Deutschland funktioniert. Ich meine, wir beschäftigen uns mit dem Thema und nach kommen die ersten Geräte. Ich selber besitze ein LTE-Gerät, das One XL von Vodafone, und mir die Performance und Abdeckung von Telekom besser gefallen. Zumal Telekom Deutschland bietet direkt 100 Mbit pro Sekunde. Vodafone und Telefonica Germany, also O2, beschränken sich nur derzeit auf 50 Mbit pro Sekunde. Wie einige von euch bestimmt wissen, wir kommen aus Hamburg und die beste Geschwindigkeit, die wir hier erreicht haben, war 92 Mbit pro Sekunde. Mal auch weniger. Sicherlich die Frage, wozu braucht man 100 Mbit pro Sekunde, ist legitim. So etwas sollte aber auch jeder für sich selbst beantworten. Ich bin sehr häufig in München, Berlin und natürlich Hamburg. Mobiles Internet ist für mich essentiell. Seit fast 2 Monaten verwende ich das GTI 9305 Galaxy S3 LTE und will es nicht mehr vermissen. Übrigens, die Städte waren hervorragend abgedeckt. Ihr solltet das einmal ausprobieren, bevor ihr euch so etwas kauft. Am besten auch gleich einen Verfügbarkeitscheck bei dem jeweiligen Netzanbieter machen, ob in eurem Gebiet LTE verfügbar ist oder nicht. 2 Sachen, die mir gut gefallen haben, selbstverständlich das LTE.
die hervorragende Gesprächsqualität und der damit verbundene Empfang. Was noch? Einfach, dass es ein sehr zuverlässiges Gerät ist, gerade weil es super aktuelle Hardware besitzt. Eine Sache, die mir nicht so gut gefallen hat, ich mag zwar diese Farbe, es ist sehr hübsch, aber die Oberfläche ist mir persönlich zu glatt. Das hätte etwas wertiger und vor allem griffiger sein können. Das Galaxy S3 LTE gibt es mit Vertrag und auch ohne. Links, wo ihr euch das Telefon kaufen könnt, findet ihr unter diesem Video auf YouTube. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Thumbs up, lasst es euren Freunden auf Facebook, Twitter und Google Plus wissen. Damit würdet ihr uns enorm unterstützen. Für weitere Ausgaben von Best Boys abonniert einfach und kostenlos unseren YouTube-Kanal. Danke für das Zusehen und bis bald.